So große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Jetzt mit dem Ende der Präsentation. In Abteilung 2 und insgesamt 5. Auch wenn ich daran erinnern darf, um 14 Uhr, um 15 Uhr und um 16 Uhr führen wir das gleiche nochmal durch, natürlich mit anderen Figuren. Die erste Abteilung war die Zeit der Anfangszeit der Eisenbahn hier bei uns in der Darmstädter Gegend. Wir sind immer noch relativ früh. Als erstes zeigt sich ein Direktionspräsident der Königlich-Preußischen Eisenbahndirektion in Gala, etwa 1910. Diese wurde natürlich nur bei ganz besonderen Anlässen, zum Beispiel beim Erscheinen am Hofe oder Reisen hoher und höherer Persönlichkeiten getragen. Der Zierdegen und der obligate Zweispitz gehören genauso dazu wie die seidene Weste und sofern verliehen Orden und Ehrenzeichen. So der Träger Offizier der Reserve war, durfte er anstelle seines Beamtendegens auch einen seinem militärischen Dienstgrad entsprechenden Militärdegen tragen. Danke. Hier haben wir einen Kapitän der Königlich-Württembergischen Staatseisenbahn im Dienste der Bodenseeschifffahrt 1913. Für den Trajektverkehr über den Bodensee von Friedrichshafen in Württemberg nach Romanshorn in der Schweiz richtete die Königlich-Württembergische Staatsbahn zusammen mit der Schweizer Nordostbahn 1869 eine Fährverbindung ein. Außer den Unterbrechungen während der beiden Weltkriege bestand diese Verbindung bis 1979. Die Uniform des Kapitäns unterscheidet sich nur durch ein kleines Detail von dem Erscheinungsbild der sonstigen Uniformen eines Beamten im gleichen Rang, nämlich durch einen unklaren Anker oben auf der Mütze, wo der eigentliche Eisenbahnbeamte ein Flügelrad trug. Danke. Nun ein kleiner Sprung in den Ersten Weltkrieg. Es handelt sich hier um einen Feldwebel des Königlich-Preußischen Eisenbahnregiments Nummer 2, die in Hanau stationiert waren, etwa im Jahre 1916. Dieser Eisenbahnsoldat zeigt die Verbindung von Eisenbahn und Militär. Alle damals kriegsführenden Nationen unterhielten eigene Eisenbahntruppen, in Deutschland sowohl Bayern als auch Preußen. Eingezogene Eisenbahner der anderen deutschen Länder dienten ebenfalls bei bayerischen oder preußischen Einheiten, jeweils aufgeteilt in Bau- und Betriebskompanien. In den Baukompanien waren meistens Schmiede oder Zimmerleute, während in den Betriebskompanien meistens aus wirklich eingezogenen Eisenbahnen bestanden. Das Offizierskorps dieser Truppe bestand zum Großteil aus entsprechenden Ingenieuren. Bei akutem Offiziersmangel konnten geeignete Unteroffiziere vorübergehend zu Offiziersstellvertretern befördert werden. In diesem Falle erkennbar an den metallenen Auflagen auf den Schulterklappen, die eigentlich für Offiziere reserviert waren, hier von einem Unteroffizier getragen wurden. Dankeschön. Das ist jetzt die Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, etwa 1924. Diese bewusst schlichte Uniform entspricht der ersten Dienstkleiderverordnung für die 1920 gegründete Deutsche Reichsbahn. Das war die Zusammenfassung aller vorher einzeln existierenden Eisenbahnen der verschiedenen deutschen Länder. Sie widerspiegelt zum einen die Abkehr prächtiger Uniformierungen bis 1918 und der Verzicht auf jeglichen unnötigen Zierrat, zum anderen die Notwendigkeit der äußersten Sparsamkeit jener Zeit, erwähnt sei nur das Versailler Diktat. Die Mützen trugen eine Reichskrokarde, schwarz-rot-gold, die Farben der Weimarer Republik, darüber die Krokarde in den Landesfarben des Landes, in dem der Dienstort des jeweiligen Beamten lag, darüber ein einfaches Flügelrad ohne landesherrlichen Bezug.
Das war's. Der jetzt vorgestellte Herr entspricht von seiner Funktion genau dem, der gerade abgetreten ist. Das ist nämlich ein Lokomotivführer. Zur Schonung der besseren Kleidung wurde bei verschmutzungsgefährdenden entsprechenden Dienstpositionen bei der Eisenbahn schon seit jeher sogenanntes Waschzeug getragen. Das ist ein schwarzer, grober Stoff, der eben auch gewaschen werden kann. Die Figur entspricht dem vorher vorgestellten Beamten mit dem identischen Verwendungsbereich. Es wird im Gegensatz zu früher oder später, wie oben, eine normale blau-schwarze Textil, also keine Ledermütze getragen. Wenn der Vorgehende noch mal kurz raufkommt, kann man die beiden im direkten Vergleich nebeneinander sehen. Danke sehr. Was also auch zum Umfeld der Eisenbahn gehört, das ist ein Dienstmann. Die Dienstleute, die sich durch eine ihnen zugeteilte Nummer auf einer roten Mütze auszuweisen hatten, waren gegen kleines Geld damit beschäftigt, für die Reisenden das mitunter schwere Gepäck, zum Beispiel beim Umsteigen, zu transportieren oder es zum Zielort zu bringen. Mittels eines Tragegurtes konnten sie gleich zwei Koffer über die Schulter tragen, dabei die Hände für weiteres Gepäck frei haben. Das war ein wirklicher Knochenjob. Deshalb darf er sich auch wieder setzen. So, für die nächsten wenigen Figuren sei vorausgeschickt, dass wir hier uns streng nach dem Ablauf der Zeit gerichtet haben. Keinerlei politisches Statement durchführen wollen, sondern lediglich zeigen, wie es seinerzeit war. Denn dann kam die Zeit des Dritten Reiches und da gab es auch Eisenbahn, das kann man nicht verschweigen. Und der junge Mann, der da zu sehen ist, zeigt einen Reichsbahner des mittleren Dienstes mit einer roten Mütze, das heißt, er ist ein Aufsichter. Die Mütze zeigt die 1933 wieder eingeführte Reichskokarde in den Farben Schwarz-Weiß-Rot sowie der 1937 eingeführten Reichsadler. Die nach DKO 24 auf den Krägen befindlichen Spatenabzeichen wurden durch ein neu gestaltetes einheitliches Flügelrad ersetzt, was sich auf den Kragenspitzen befindet. Der Dienstgrad war an den Schulterstücken sowie den Mützenkörnern ablesbar. Daher hatten die Mützen, die Aufsichter trugen, keine Kordel, weil sie ja von Beamten unterschiedlicher Dienstgrade getragen wurden. Dankeschön. Die gleiche Prämisse wie eben schon erwähnt, Darstellung geschichtlicher Fakten, zeigt ein Ostbahner, das war 1940. Nach der raschen Besetzung Polens 1939 stand die Reichsbahn vor dem Problem, den gesamten dortigen Bahnverkehr leiten zu müssen. Um die dorthin abgeordneten Eisenbahner gleichmäßig zu kleiden, reichten die Vorräte der Reichsbahn nicht aus. Daher griff man auf Kleidung der Bahnpolizei zurück, die in ausreichender Menge vorhanden war. Zu diesem Zweck wurden die eigentlich silberfarbenen Knöpfen der Bahnpolizeiuniformen durch goldfarbene solche der Reichsbahn ersetzt. Die abgeänderten Sachen sind an dem bahnpolizeitypischen Schnitt mit 8 Knöpfen anstelle 4 oder 6, wie bei der Reichsbahn üblich, zu erkennen. Auch die Kragenspiegel erfuhren eine Änderung. Es wurden auch Schaftstiefel mit Stiefelhosen, sogenannten Breeches, getragen, weil in den besetzten Gebieten die Straßen meistens schlecht und unbefestigt waren und wenn es geregnet hat, Halbschuhe kurz vor Katastrophe geführt hätten. Danke sehr. Auch aus dieser Zeit stammt der Bahnfeuerwehrmann, etwa von 1941. Von der im Dritten Reich weit verbreiteten Methode der Gleichschaltung wurden auch die freiwilligen Bahnfeuerwehren erfasst und in die Betriebs- und Gemeindefeuerwehren eingegliedert, die wiederum der Brandschutzpolizei unterstanden. Der Schnitt mit den 8 silbrigen Knöpfen entspricht dem der zeitgenössischen Polizei, wie auch das Ärmelabzeichen spricht es die gleiche Formensprache wie die damaligen Polizeiabzeichen. Es unterscheidet sich lediglich durch diese feuerwehrtypische karmesinrote Farbgebung und den Schriftzug Betriebsfeuerwehr.
Bei den hauptamtlichen Bahnfeuerwehren, die es auf großen Bahnbetriebswerken gab, galten aber andere Vorschriften. Danke. So, ja, und es passiert manchmal, dass ein Dienstmann sich so sehr bemüht, dass ihn der Schlag trifft und er zusammenfällt. Dann kommen zwei Engel und bringen ihn in den Himmel. Diese allseits bekannte Figur stellt den Dienstmann Aloysius Hingerl aus München dar, weil er sich plötzlich im Himmel wiederfand. Doch hören Sie ihn selbst. Halleluja! Halleluja, sag ich. Grazi dir ein Sacker zu ermitteln, Halleluja, sag ich. Seid Sie auch da herum? Frohlocken, singen, soll ich dir zeigen. Und das Mann auch, das mich selber auf. Ich muss jetzt runter, auf Minga, zwecks die Regierung. Und dann ins Breiheis. Sagati, auf ein Maß und noch ein Maß und noch ein Maß und noch ein Maß. Und deshalb warten die bayerische Landesregierung noch heute auf die göttlichen Ratschlüsse.